Hey Visionärsfreunde, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid bereit, euren Traum in Geld zu machen. Und wenn ihr noch nicht ganz 100% safe seid, wie ihr das machen könnt, klickt mal auf den ersten Link in der Infobox, denn da erkläre ich das euch. Übrigens, ich bin Manuel Gonzalez, ich bin Unternehmer, Visionär, Autor, Mentor und wahrscheinlich noch 500 andere Sachen. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema reden, was mir besonders am Herzen liegt, denn es geht um passives Einkommen. Den meisten Leuten ist das Thema passives Einkommen schon irgendwo mal über den Weg gelaufen. Die meisten Leute haben keinen Bock mehr auf 9 to 5, zumindest von meinen Zuschauern, denn die sind schon ein bisschen smarter als der Durchschnitt. Das Problem allerdings ist, wie baut man sich eigentlich ein passives Einkommen auf und was heißt das eigentlich, wenn etwas wirklich passiv ist und kann ich überhaupt jemals passiv werden? Und da möchte ich jetzt überhaupt erst einmal die drei smartesten Tools, die drei smartesten Wege aufzählen, um eben auch passives Einkommen aufzubauen. Das erste ist Affiliates und zwar muss ich vorstellen, du kannst dir Nischenseiten erstellen. Da hat auch zum Beispiel Oliver Lorenz einen schönen YouTube-Kanal dazu, auch nochmal ein paar Infos. Eine Nischenseite kann zum Beispiel sein, dass du sagst, wenn du bei Google eingibst, Notebooks kaufen oder sowas, ne, Notebook kaufen. Das ist sogar ein noch besseres Beispiel. Wenn du das eingibst, kommst du auf so Seiten wie zum Beispiel notebook-vergleich-2016.de oder sowas. Und das sind dann einfach solche Seiten, wo die Leute diese Seite im Prinzip nur für einen Grund aufgebaut haben, nämlich die kriegen ein bisschen Geld davon ab, wenn du dir da die Sachen vergleichen lässt und dann draufklickst und dann kaufst. Und das ist eine relativ einfache Möglichkeit, denn du baust einfach diese Seite auf, du packst die verschiedenen Produkte hin, lässt ein, zwei SEO-Artikel schreiben und kannst es dann online stellen. Allerdings ist es etwas, womit ich persönlich nicht ganz so d'accord bin. Außerdem, und es ist einfach immer so, es ist nicht so einfach, wie ich es gerade gesagt habe, sondern da steckt auch wieder natürlich viel Arbeit dahinter. Wenn du schon irgendwie viel arbeiten musst, dann wähle doch lieber Option 2, wie man passives Einkommen aufbauen kann. Online-Marketing ist einfach, dass du etwas, was du bereits besser kannst als andere, in ein E-Book reinschreibst oder dass du daraus ein Videoseminar machst und dass du dann anfängst, es zu verkaufen. Und deswegen Online-Marketing, also etwas, worin du Experte bist, aber das kennen wir schon, ne? Das hat auch zum Beispiel Chris Stelius, es gibt viele Leute in Deutschland, die das schon ordentlich promoten, wie man das macht, da muss ich jetzt erstmal nicht mehr so viel drauf eingehen. Aber worauf ich gerne auch nochmal eingehen möchte, ist Investitionen und zwar Investitionen, es gibt ja viele verschiedene Formen von Investitionen und in dem Fall ist es vor allem gemeint, dass du etwas nimmst, wo jemand anderes etwas aufbaut und dich daran beteiligst, entweder mit Zeit oder Geld oder Kontakten oder Reichweite. Wer mich verfolgt, der weiß, es gibt genau diese vier Kapitalgrößen. Kapitalgröße Nummer 1, Geld, also du kannst Geld aufbauen und dann verwenden. Dann Kapitalgröße Nummer 2, natürlich die Reichweite auch. Also die Reihenfolge ist gar nicht mehr so wichtig, ne? Ich werfe die auch immer durcheinander. Also die Reihenfolge spielt gar nicht so eine große Rolle. Also Kapitalgröße 2, Reichweite. Also wenn du zum Beispiel wie ich jetzt auf YouTube auf Knopfdruck ein paar tausend Leute erreichst, das hat einfach einen Wert, weil du Dinge platzieren kannst da zum Beispiel auch. Und ich habe noch nicht mal so einen großen Kanal, dann haben andere schon viel, viel größere Kanäle und was die damit auch möglich machen, das ist unglaublich. Dann gibt es eben noch Punkt Nummer 3, das sind die Kontakte natürlich, die du hast. Also wenn du jemanden kennst, der einen YouTube-Kanal hat, ist natürlich genauso wertvoll, wie wenn du selber den Kanal hast, wenn er für dich die Sachen dann auch entsprechend da veröffentlicht. Und Kapitalgröße Nummer 4 ist ganz klar natürlich dein Wissen, weil wenn dein Wissen ganz krass ist, dann hast du natürlich, auch das ist ein gutes Beispiel, wenn Milliardäre ihr Geld verlieren, dann dauert es in der Regel nicht lang, bis sie wieder so viel Geld haben. Der Grund dafür ist genauso einfach, sie wissen, wie man es macht. Und wenn du es nicht schon mal einmal gemacht hast, dann musst du eben sehr, sehr lange probieren, bis du es schaffst. Aber wenn du es schon mal gemacht hast, dann kennst du ja schon den Weg oder zumindest einen Weg. Und deswegen ist es dann auch so leicht. Und Wissen ist also auch eine ganz, ganz große, ganz, ganz wichtige Kapitalgröße. Und diese vier Kapitalgrößen sind im Endeffekt nichts anderes als auf Deutsch gesagt Macht. Und diese Macht, die kannst du aufbauen. Und die kannst du dann auch wiederum investieren, zum Beispiel in die Startups von anderen Leuten, in die Ideen von anderen Leuten. Wenn jemand sagt, Kenny, ich habe eine krasse Idee und ich brauche aber dafür jetzt 10.000 Euro, dann kannst du das investieren. Und wenn jemand sagt, ich habe eine krasse Idee, aber ich weiß nicht, wie ich es verkaufen soll, dann hast du vielleicht schon das Wissen aufgebaut, wie man sowas verkauft. Deswegen, Investitionen sind ganz, ganz krass. Wichtig, gibt es überhaupt ein passives Einkommen? Meiner Meinung nach, nein. Es gibt eine Möglichkeit, den Aufwand, den man hat, zu minimalisieren und das kann sein, dass es nur noch eine Jahresversammlung im Jahr ist, einmal im Jahr. Aber einmal im Jahr ist immer noch nicht passiv und die Wahrscheinlichkeit, dass du investierst in etwas, was einmal im Jahr ist nur und dabei viel Geld rausholst, ist relativ gering. Deswegen die Investments, die wirklich viel, viel, viel bringen, wo du also fünfmal so viel rauskriegst, wie du investierst, die brauchen normalerweise auch, dass du eine dieser vier Kapitalgrößen deutlich investierst oder, und das ist am wahrscheinlichsten, dass du mehrere Kapitalgrößen investierst. Jetzt ist aber die Frage, wie baut man überhaupt sowas auf? Wie kann man eigentlich mehr Geld machen, mehr Reichweite generieren? Wie kann man eigentlich Kontakte knüpfen? Und wie kann man eigentlich das ganze Wissen ansammeln, was es braucht? Und da möchte ich dir gerne helfen. Deswegen, wenn du sagst, es ist für dich interessant und du bist bereit dafür, deinen eigenen Lebenssinn zu finden und damit auch dein Geld zu machen, was du
wofür du brennst, ne, und was dich ausmacht, dann klick doch mal auf den ersten Link in der Infobox, weil da habe ich den Finde deinen Lebenssinn Livestream für dich fertig gemacht und da kannst du mal reingucken, da gebe ich dir schon mal einiges mit an die Hand, was du machen kannst. Das war's jetzt für heute und wir, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Liebe Visionärsfreunde, ich würde vorschlagen, jetzt geht es darum, die Welt zu verändern, denn ihr wisst, ein Visionär ist jemand, der die Zukunft sieht und sie dann auch in die Hand nimmt. Also, tut es.